Herzlich willkommen, Rika hier. So, nach unserem schönen The Order 1886 Abenteuer habe ich mir jetzt mal überlegt, was könnte ich als nächstes spielen. Momentan gibt es leider nicht arg viele neue Spiele auf PlayStation 4. Und da habe ich mir doch einfach gedacht, jetzt nehme ich mal Infamous First Light, Entschuldigung, und werde einfach mal da ein bisschen spielen. Ich habe es mal angespielt und hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich dachte mal, wir legen hier mal los und ich hoffe, ihr seid auch dieses Mal wieder dabei, wenn ich mich hier durch verschiedene Abenteuer kämpfe. Dankeschön auf jeden Fall mal fürs Einschalten und wir legen hier mal los. Ich würde mal sagen, wir machen normal. Wie gesagt, ich habe angefangen. Speichern brauchen wir nicht mehr. Das passt schon, oder? Da machen wir doch einfach mal einen neuen Spielstand. Und dann geht's los. Ich werde natürlich dann gleich noch mal kurz. Vor 7 Jahren tauchte eine Handvoll sogenannte Conduits auf. Jeder von ihnen hatte die Fähigkeit, eine einzigartige Materieform zu manipulieren und sogar als Waffe zu benutzen. Nach einer Reihe von tödlichen Vorfällen wurde das Department of Unified Protection ins Leben gerufen, um Conduits aufzuspüren und sie in ein eigenes entworfenes Haftanstalt namens Cordon Cage Station einzusperren. Dann legen wir mal los hier. So, mir wäre es natürlich recht, wenn ich jetzt gerade mal kurz ins Menü gehen könnte. Pause. Nein, ich wollte eigentlich die Lautstärke hier einstellen. Geht wohl noch nicht. Ich weiß. Geht wohl immer noch nicht. Was du erlebt hast, ist unvorstellbar. Aber ich kann nichts tun, wenn du nicht redest. Miss Walker. Miss Walker. 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 Hey! Bitte, sag mir, was passiert ist. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr Infamous Second Son gespielt habt. Meine Eltern wollten mich melden, als sie entdeckten, dass ich Kräfte habe. Ich war fassungslos. Aber mein Bruder Brent hat sich immer um mich gekümmert. Er nahm meine Hand und wir rannten weg. Ein paar Jahre lebten wir auf der Straße. Immer versteckt. Ständig auf der Flucht. Wir haben schlimme Sachen gemacht, um an Geld zu kommen. Aber diese Nummer, bevor wir aus Seattle weggingen, die war schlimmer als alles andere zusammen. Komm schon, Fitch. Nur noch diesen einen Job. Wir haben alles. Lass uns einfach gehen. Nein, heute ist Zahltag. Mhm. Wie viel? Genug für eine schöne Wohnung. Ja? Ja. Es reicht für eine hübsche Burma-Katze. Netter Versuch. Es reicht für einen Neuanfang. Und den brauchen wir. Scheiße, los, runter! Die Cops. Gut, du versteckst dich. Ich lenk sie ab. Nein, warte. Noch diesen Job, dann sind wir weg. Und niemand wird uns finden? Ja, sobald. Nein. Nein. Nicht die Superkräfte. Ich werde niemanden töten, nur ein bisschen Eindruck machen. Fetch! Okay. Sie! Stopp! Sehen Sie her. Zu mir, Augen hoch. Ist das wirklich nötig? Officer Horn, so. Eine Festnahme. Okay, hat eine. Jetzt aber mal hierher. Okay, scheint so, als könnten wir hier. Ansicht mit Optionen. Ah, jetzt. Also, bevor wir hier irgendwas machen, schauen wir uns mal die Lautstärke an. So, nach meinen Erfahrungen mit The Order würde ich die Musik leider mal ganz schön niedrig stellen. Ich habe nämlich keine Lust, wieder komische GEMA-Probleme zu bekommen, durch die wir ja wieder einen dumpfen Ton bekommen. Ich glaube mal, so könnte das ganz gut passen. Dialoge können ruhig laut sein, da werde ich eh ruhig sein. Ja, machen wir mal weiter.
Haben Sie hier am Dock einen Kerl mit Irokesen gesehen? Wenn ich Ihr Boot durchsuche, finde ich... Halt! Wie wär's mit einem Trick? So, halten Sie Kreis gedrückt, um mit Lichtgeschwindigkeit zu rennen. Jawoll! Ah, das sieht einfach geil aus hier. Brands hat mich immer gedrängt, meine Kräfte geheim zu halten. Hätte jemand gewusst, dass ein Conduit in der Stadt war, hätte man mich gejagt. War schon vorgekommen. Aber in der Nacht hatte ich keine Angst. Ich würde meine Kräfte für den Job benutzen. Und dann würden wir zwei abhauen. Wir wären längst weg, bevor das DUP da wäre. Entkommen Sie der Polizei. Dann kommen wir mal hier. Geben wir mal Vollgas. Wir haben jetzt hier... Ist es nicht immer, Cops wären faul? Mit Kreis die Lichtgeschwindigkeit. Komm mal so, ne? Sind wir schon so schnell? Kommt schon, Verstecke. Wo versteckt ihr euch? Ja. Ja. Auf dem Boden hier runter. Ich glaube, ich bin sicher. Ich hab das Ziel gefunden. Lass mich los. Schnell, jojo. Also, unser Heli ist weiterhin hinter uns her. Ich muss den Kerl abhängen. Und wir jumpen hier einfach mal rum. Öffne ruhig das Feuer hier. Wir verstecken uns mal in den Gassen. Ich krieg den Job nicht hin mit diesem Kopf an der Backe. Die Luft ist eigentlich. Glaube ich. Vielleicht. Schaffen, oder? Da sind wir gleich am Anfang vom Spiel wieder hier voll. Oh, mir ist sicher niemand gefolgt. Alter, was ist denn hier los jetzt? Oh, schießt der Pisser mich an! Weg hier! Weg hier! Das gibt es doch nicht. Ist ja nicht so, dass ich schnell renne. So Usain Bolt-like. Aber Heli, ja, der Heli. Der ist natürlich... Ja, ganz flotter Feger hier. So, wir gehen einfach mal... Hab ihn abgeschüttelt. Sind wir entkommen oder sind wir nicht entkommen? Mein Gott! Geht mir halt auf die Nerven hier. Der Heli ist auf jeden Fall mal weg. Ja, wir verstecken uns mal hier oben auf den Dächern. Ich denke mal nicht, dass irgend so ein Bulle jetzt hier so ein Freak hier hochjumpt. Okay, Heli, du kannst mich nicht cool, sehen. Geschafft. Flieg weiter. Jo, gut. Wer so ein bisschen, ich weiß nicht, wer Infamous Second Son gespielt hat. Ich kriege mal auch noch einen Anruf. Darf ich mal was erzählen? Brent, alles okay? Ja, mir geht's gut. Aber als du angefangen hast zu leuchten, sind alle durchgedreht. Es ist zu gefährlich. Wir müssen sofort weg. Das DUP ist gleich da. Du wolltest doch einen Neuanfang. Und du weißt, dass ich unbedingt diese Katze will. Sag mir einfach, wie der Job abläuft. Gut. Aber beeil dich, bitte. Geh zum Penthouse Ecke 3. und Stone. Brich ein und schnapp dir die rote Reisetasche. Okay. Was ist da drin? Hol sie. Und dann können wir mit einer ganzen Bootsladung Geld abhauen. Das hört sich fantastisch an. Wir schaffen das schon, Bruderherz. Du bist ihnen immer einen Schritt voraus. Beeil dich einfach. Du in einem DUP-Gefängnis. Das könnte ich einfach nicht ertragen. So, fertig telefoniert, Mädel. Also, bevor jetzt irgendwas passiert, wir müssen jetzt eine rote Tasche holen. Und jetzt würde ich mal ganz gerne kurz meinen Satz beenden, den ich versuche die ganze Zeit zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr Infamous Second Son gespielt habt. Das war so der erste, meiner Meinung nach, wirklich Next-Gen-Titel, der sich gelohnt hat. Ich hatte damals Watch Dogs gekauft und war besonders von der Grafik enttäuscht. Spiel an sich war okay, aber von der Grafik war ich auf jeden Fall enttäuscht. Und jetzt haben wir dann Infamous Second Son gehabt. Das Spiel habe ich unheimlich gern gespielt. Hat megamäßig Spaß gemacht. Hatte lange Zeit eigentlich Spaß an dem Spiel. Man konnte lange daran spielen. Und am Ende des Tages gab es dann dieses First Light. Und das hat 20 Euro gekostet. Und
Ja, ich wollte es mir nicht unbedingt holen, weil es gab dann andere Spiele, die man dann einfach gespielt hat. Aber jetzt, wo es das umsonst gab, habe ich natürlich sofort zugeschlagen. Und ja, ich glaube, hier haben wir ein richtig nettes Spiel ergattert. Jetzt gucken wir mal. Halten Sie Kreis. Ja gut, das wissen wir. Wir mussten ja auch vorhin immerhin schon richtig dicke abhauen. Ja, und Fetchit war natürlich ein richtig cooler Charakter hier bei Infamous Second Son. Und ich finde es klasse, dass wir die jetzt spielen dürfen. So, was machen wir denn jetzt? Öffnen Sie die Tür. Klapp, klapp. Ah, dürfen wir hier schießen? Was? Oh, da ist die Tasche. Da ist It. Erledigt sie! Aber der Akt. Nein. So. Ich will doch nur diese rote Reisetasche. Sonst nichts. Jawohl, da hat sie kurz aufgeräumt. Bleib liegen, mein Freund. Du auch. Jetzt holen wir uns die Tasche mit dem Touchscreen. Was haben wir denn da drin? Auf geht's. Mist. Oh, shit. Das sieht ja hammermäßig aus. Also da haben sich die Macher wirklich Mühe gegeben, muss man echt sagen. Es gibt ja immer wieder mal so DLCs, wo man sagt, ja gut, die wurden jetzt mal kurz gemacht. Hauptsache, um die Story ein bisschen weiterzubringen, beziehungsweise das Spiel. Und dabei verliert man einfach so dieses ganze Konzept, was man in dem vorderen, in diesem Hauptspiel hatte. Angefangen bei der Grafik und so. Aber hier hat man sich wirklich Mühe gegeben. Also ich finde hier jetzt keinen allzu großen Unterschied. Warst du da dabei? Was ist passiert? Da waren lauter Russen, die um eine Bombe getanzt sind. Mist. Die Akulas haben ihn gefunden. Wen gefunden? Meinen Boss. Wenn sie von dem Penthouse wussten, dann wissen sie auch von unserem Boot. Wir müssen weg, jetzt. Gut. Lass den Motor warm laufen. Bin gleich da. Das alles tut mir leid. Ich hätte dir die Boma-Katze wirklich gegönnt. Ich weiß. Nächstes Mal, Bruder Hermes. Okay, dann müssen wir jetzt zu dem Boot. Wir wollen abhauen. Und wir geben uns mal Mühe. Also wir geben mal Gas. Also hier sieht man, die Grafik ist wirklich top. Und ich fand das auch schon bei Infamous Second Son sehr, sehr gut. Es war einfach Next Gen schon mal. Und so gut haben wir das eigentlich... Was? Auch bis heute nur seltener. Es gibt schon ein paar gute Spiele, so grafisch. Ich hab alles im Griff. Aber so von der Story her, ich fand das Spiel echt klasse. Es hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, die Grafik, die war natürlich Bombe. So. Auf jeden Fall hat sich. War wirklich das erste große Next-Gen-Spiel, wo man sagen kann, das hat den Titel auch verdient. So, jetzt wollen wir hier mal zu unserem Boot. Auf geht's. Brent. Oh. Brent. Brent. Ist er jetzt nicht wirklich tot? Jetzt komm schon. Wo steckst du? Immer wenn ich anfing durchzudrehen, habe ich mich auf Brent konzentriert. Er war das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich hielt an einer